Hallo, heute geht es um Geburtstage und zwar um deinen Geburtstag. Wenn wir annehmen, dass dieses Video hier von, sagen wir mal, mehr als 30 Leuten gesehen wird, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei dieser Leute am selben Tag Geburtstag haben? Also wir haben eine Gruppe von 30 Leuten. 30 Leute. 30 interessierte Zuschauer dieses Videos hier. Und die Frage ist jetzt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei von diesen Leuten am selben Tag Geburtstag haben? Wahrscheinlichkeit, mindestens zwei dieser Leute haben am selben Tag Geburtstag. Also nicht, dass sie am selben Tag geboren sind, sondern dass sie am selben Tag den Geburtstag feiern. Ja, wie soll man das angehen? Es könnte ja sein, dass aus dieser Gruppe genau zwei Leute am selben Tag Geburtstag haben oder auch drei dieser Leute am selben Tag Geburtstag haben oder auch vier oder auch fünf oder auch 29 dieser Leute am selben Tag Geburtstag haben. Also müssen wir das jetzt alles einzeln ausrechnen und dann aufaddieren? Klingt irgendwie sehr arbeitsaufwendig und kompliziert. Dreh mal den Spieß mal um. Wenn wir uns vorstellen, dass dieses Viereck hier, dass das alle möglichen Geburtstagskombinationen darstellt. Das heißt, jedes dieser Punkte ist sozusagen eine Liste aus dem Geburtsdatum der ersten Person, Geburtsdatum der ersten Person, Geburtsdatum der zweiten Person und Geburtsdatum der 30. Person. Ja, das wäre sozusagen ein Punkt daraus. Ja, dann können wir sagen, hier haben wir ein Gebiet in diesem Viereck. Das Gebiet hier, das soll das Gebiet sein, wo alle diese Kombinationen von Geburtstagen drinstehen, bei denen mindestens zwei der Leute am selben Tag Geburtstag haben. Also das wäre sozusagen das Gebiet mit den Ergebnissen, mit diesen Geburtstagskombinationen, die genau diese Bedingungen hier erfüllen. Ja, und was wäre dann das andere hier? Was wäre denn dann dieser Bereich? Das wäre das Gebiet mit Kombinationen von Geburtstagen, wo eben kein Geburtstag mit dem anderen übereinstimmt. Das heißt hier, also dieses Gebiet, das ist das Gebiet, wo lauter verschiedene Geburtstage sind. Lauter verschiedene Geburtstage. Und wir sehen schon, das Rechteck deckt jetzt alle möglichen Ergebnisse ab. Entweder haben zwei Leute oder mehr am selben Tag Geburtstag oder eben nicht. Das heißt, in Wahrscheinlichkeiten ausgedrückt wäre diese Wahrscheinlichkeit, dass es hier zwei gemeinsame Geburtstage gibt. Also sagen wir mal, das ist die Wahrscheinlichkeit von G, um das Ganze abzukürzen, plus die Wahrscheinlichkeit, dass es hier lauter verschiedene Geburtstage gibt, diese Wahrscheinlichkeit P von V. Dann ist die Summe dieser beiden Wahrscheinlichkeiten gerade 100%. Oder ich kann dann auch sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei dieser Leute am selben Tag Geburtstag haben, also dieses P, die Wahrscheinlichkeit von G, das ist gerade 100% minus die Wahrscheinlichkeit, dass es lauter verschiedene Geburtstage gibt. Ja, und warum haben wir das gemacht? Das haben wir gemacht, weil das hier, diese Wahrscheinlichkeit, dass es lauter verschiedene Geburtstage gibt, das ist eben schön in einem Rutsch auszurechnen. Und während ich hier drüben, wenn ich jetzt die Wahrscheinlichkeit der gemeinsamen Geburtstage rechnen müsste, da müsste ich wirklich jetzt diese Fallunterscheidung machen. Zwei gemeinsame Geburtstage, drei gemeinsame Geburtstage und so weiter. Also hier haben wir uns das Leben schon ein ganzes Stück erleichtert, dass wir sagen, wir schauen nur auf die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gruppe von Leuten alle verschiedene Geburtstage haben. Ja, und wie groß ist denn jetzt diese Wahrscheinlichkeit? Das können wir uns vielleicht am besten klar machen, wenn wir mal ganz einfach anfangen. Wir sagen, was ist denn, wenn dieses Video hier nur von zwei Leuten gesehen werden sollte? Also sagen wir mal, das bist dann du und das bin ich. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide jetzt
am selben Tag Geburtstag haben. Also zwei Leute, du und ich. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt am selben Tag Geburtstag haben? Also ein Ergebnis sieht ja dann so aus. Ein Ergebnis sieht ja so aus, das ist sozusagen, da steht hier an der ersten Stelle, steht dann sozusagen dein Geburtstag und an der zweiten Stelle stünde hier mein Geburtstag. Das wäre sozusagen ein Ergebnis. Ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt an verschiedenen Tagen Geburtstag haben? Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide an verschiedenen Tagen Geburtstag haben, ist dann ja die Zahl der möglichen Ergebnisse durch die Zahl der Ergebnisse, die diese Bedingung hier erfüllen. Wie groß ist die Zahl der möglichen Ergebnisse? Also du hast ja 365 Tagen möglicherweise Geburtstag, ich habe auch an 365 Tagen Geburtstag. Das heißt, die Zahl der möglichen Ergebnisse der Kombinationen hier ist 365 mal 365. Jeder von uns hat an 365 möglichen Tagen im Jahr Geburtstag. Wie viele von diesen Ergebnissen hier erfüllen jetzt die Bedingungen, dass wir an verschiedenen Tagen Geburtstag haben? Nun, auf jeden Fall hast du, ja, du hast wieder an 365 verschiedenen Tagen hast du deinen Geburtstag hier. Und das heißt, der für mich, wenn das die Geburtstage verschieden sein sollen, dass für mich nur noch 364 Tage zur Verfügung stehen. Das heißt, hier stünde 365 mal 364. Das wäre die Anzahl dieser Pärchen hier, die diese Bedingung erfüllen, dass die Geburtstage verschieden sein sollen. Kann man sich auch so überlegen, dass man sagt, ja, was sind denn die Fälle, wo wir gemeinsam Geburtstag hätten? Das wäre zum Beispiel, wenn wir beide am 1. Januar Geburtstag hätten oder wenn wir beide am 2. Januar Geburtstag hätten. Das wären genau 365 solcher Fälle. Also unter den 365 mal 365 gesamten möglichen Pärchen von Geburtstagen gibt es genau 365, bei denen wir beide gemeinsam Geburtstag haben. Das heißt, die habe ich hier oben abgezogen. Also ich habe jetzt hier eigentlich stehen 365 mal 365 minus 365 und das ist eben dasselbe wie 365 mal 364. Also mit zwei verschiedenen Überlegungen kommen wir hier aufs selbe Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit eben 365 mal 364 durch 365 mal 365 ist und das können wir auch schreiben als 364 durch 365. Gut, gehen wir über zu drei Leuten. Machen wir das Ganze für drei Leute. Die Zahl der Zuschauer dieses Videos hätte sich dann gesteigert. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt drei Leute, die das anschauen, an verschiedenen Tagen Geburtstag haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ja, wenn man das hier oben ein bisschen verallgemeinert, dann hätten wir hier unten wären 365 mal 365 mal 365 Möglichkeiten, also 365 hoch 3. 303 Leute, 365 hoch 3 Möglichkeiten. Wie viele von denen erfüllen wieder die Bedingung, dass sie verschieden sind? Ja, der erste hat die volle Auswahl, der hat 365 Tage Geburtstag, der zweite hat nur noch 364 Tage zur Auswahl und der dritte hätte dann nur noch 363 Tage zur Auswahl. Und jetzt können wir es auch schon hinschreiben, was das heißt für 30 Leute. Für 30 Leute ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 30 Leute an verschiedenen Tagen Geburtstag haben. Ja, da stünde hier unten. Es gibt auf jeden Fall 365 hoch 30 mögliche Geburtstagskombinationen. Und da oben stünde dann 365. Der zweite hatte ja 364 Tage zur Auswahl und so weiter. Bis, ja, da hätten wir 30 Faktoren. Das heißt, das ginge runter bis 300. 36. Ja, und um mir jetzt Arbeit beim Ausrechnen zu sparen, möchte ich das Ganze noch irgendwie durch Fakultäten ausdrücken. 365 bis 336 also 300, diese Faktorenkette hier, 365 mal 364 bis 336. Das kann ich ja
auch anders ausdrücken. Das kann ich ja auch ausdrücken als, das ist 365 Fakultät. Das wäre also 365 mal 364 bis mal 1 geteilt durch ja, 335 mal 334, also 335 Fakultät. So könnte ich das ja schreiben. Alle Faktoren, die kleiner sind als 335, die kürzen sich raus und übrig bleibt genau hier diese Zahlenkette. Das haben wir auch in den vergangenen Videos schon öfters gemacht. Also das wäre eine Art, das hier zu schreiben. Oder wenn ich jetzt das auf diese 30 Leute beziehen wollte, dann könnte ich das ja auch so schreiben. Das ist 365 Fakultät geteilt durch 365 minus 30 Fakultät. Ja, so hat man das ja auch schon einige Male als Formel gesehen. Ja, und das lässt sich natürlich jetzt leichter am Taschenrechner ausrechnen. Ja, das heißt, wir rechnen jetzt also die Wahrscheinlichkeit, dass 30 Leute an verschiedenen Geburtstagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass 30 Leute an verschiedenen Tagen Geburtstag haben, das wäre dann 300, also wir ersetzen das obere hier durch diese Fakultäten, das wäre sagen 365 Fakultät durch 335 Fakultät mal 1 durch 365 hoch 30. Das ist ja dann nichts anderes als so eine Rechnung wie 365 durch 365 mal 364 durch 365 mal 363 durch 365 und so weiter. Auf jeden Fall kommt dann hier raus, wenn man das jetzt hier mit einem genialen Taschenrechner rechnet, also 365 Fakultät geteilt durch 335 Fakultät und das Ganze noch geteilt durch 365 hoch 30. Das ergibt mir 0,2936. Das sind also 29,36% beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass 30 Leute an verschiedenen Tagen Geburtstag haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie am gleichen Tag Geburtstag haben, das wäre 1 minus 29,36% und das sind gleich 70. Das sind also 70,34%. Also die Wahrscheinlichkeit, dass in der Gruppe von 30 Zuschauern dieses Videos, dass da mindestens zwei Leute sind, die am selben Tag Geburtstag haben, diese Wahrscheinlichkeit beträgt immerhin verblüffend hohe 70,34%.